Hallo Leute, hallo Leute, hallo Leute. Jetzt sehe ich dich. Schön, dass ihr da seid. Heute gibt es eine Sonderausgabe. Es gab es jetzt noch gar nicht, aber zum angegebenen Anlass, da. Heute gibt es eine Sonderausgabe. Ihr wisst ja, da lässt man sich nicht lumpen, ne? Denn was ist denn passiert, Simon? Das werde ich dir jetzt erzählen, du kleiner Racker. Da bin ich aber mal gespannt. Das sollen wir vor Bekias Video eigentlich noch gucken. Sehr, 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 sehr viele Leute auf Twitter haben mir gesagt, ich soll mir zuerst das Video von Marco Manke angucken. Das wird alles erstmal aufdecken. Das ist wichtig, zuerst zu sehen. Okay, Marco Manke, wir schauen mal rein. Und dann gehen wir direkt auf Bekias Video zu uns. Aber das hier ist noch wichtig vorher zu wissen, weil das deckt seine Lügen auf. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Aber er zeigt da ja Bilder. Und das ist eine Szene, die habe ich nicht gezeigt gestern. Ich zeige sie euch aber jetzt. Ein Bild, da steht ja Tippe zum Anschauen. Also das habe ich heute bekommen. So mit dem Freund und so. Ihr habt es gesehen. Merkt euch dieses Bild, das er gezeigt hat, ja. Und ich bin gestern mal so im Internet gewesen und dachte so, komm, ich suche einfach mal, vielleicht finde ich ja da ein Bild einfach so, ne? Vielleicht hat er das ja wirklich selber gefaked. Und Leute. Nein, es ist nicht einfach das Bild jetzt direkt von Google Bilder. Ist das das, was Beke hier drin hatte? Ich muss mal kurz zurückspulen. So ein Mittag. Na, dieses so Kabelbild. Ja, ist das wirklich? Und was ist? So ein Kabelgoldsbild, so wisst ihr, wie ich meine. LOL! Bekir, du ehrenloser Hund! Nicht, wie dass du. Wie konntest du nur? Digga, ich dachte, du willst Leute testen! Du willst ja nur Leute verarschen! Okay. So, mit dem Freund. Marco ist auf jeden Fall auf heißer Spur. Ich bin einfach nur enttäuscht von Bekir, Alter. Ich war Bekir-Fan seit Tag 1. Das wollte ich gerade sagen. Ich war für mich der ehrlichste YouTuber bis jetzt. Einfach nur enttäuscht. Ich bin sowas von enttäuscht. Wie konnte er nur? Ich habe Bekir gepusht. Ich habe Bekir supported. Alter. Und was ist? Einfach nur Enttäuschung. Einfach nur Enttäuschung, Bekir. Kompletter Größe gefunden. Ich bin sehr auf Bekirs Statement zu mir gleich gespannt. Marco deckt scheinbar hier auch Missstände auf. Props auf jeden Fall. Der Kanal heißt Marco Manka. Schaut aus an Marco. Das ist eine sehr gute Info, bevor wir jetzt das Video angucken, wo Bekir jetzt auf uns reagiert. Okay. Bekir, jetzt bist du dran. Unge. Ich weiß, dass du das Video sehen wirst. Okay, Bekir. Du bist eins Hellseher. Oh, Mimi, ich bin übelst geil. Oh, ich habe einen ganzen Tag gewartet. Pumped. Ich muss vorher jetzt sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass Bekir so ein Lügner ist. Also, guck mal, weißt du noch? Oh. Was ist jetzt passiert? Ich habe meinen Stuhl gefickt, Alter. Schaut euch nochmal mein letztes React-Video im Nachhinein an. Da habe ich gesagt, Bekir, du sagst anderen Leuten, dass sie sich verarschen lassen von deiner Frauenstimme und so, aber lässt dich selber von irgendjemandem verarschen, ne? Aber es ist noch krasser, als ich gedacht habe. Ich dachte, irgendjemand verarscht Bekir und tut so, als wäre es ein 18-jähriges Girl. Ich habe ja schon von Anfang an gesagt, kein 18-jähriges Girl schreibt mit einem 12-jährigen Bekir, der denkt, er wäre 17. Aber jetzt, ist das Ding nochmal anders. Bekir, du verarschst deine Community und tust so, als würdest du irgendwelche Girls testen. Bah, Alter, so, jetzt geht's los. Und damit. Let it rip. Let it rip, Alter. Bist du bereit? Ich bin immer ready. Okay. Nehm dieses Video nicht persönlich und denk ein wenig nach. Bitte versucht nachzudenken. Okay, es ist ein Video, das an mich gerichtet ist. Es ist ein Video, das an mich gerichtet ist. Ich soll es aber nicht persönlich nehmen. Makes sense. Alles klar, okay. Was geht ab, meine lieben Wickets? Ich bin's, Wicket. Digga, ich bin doch Unge. Ich bin's doch Unge. Du hast das Video für mich gedreht. Okay. Ich bin doch kein Wicket. Ihr kennt ja den lieben Unge, oder? Ich meine, hallo, der hat über 2 Millionen Abonnenten. Unge. Ja. Als ob er mich kennt. Ja, Bro, ja, was ist los? Cringe. Was? Cringe, cringe. Nein. Unge hat auf mich. Unge hat auf mich reagiert. Unge. Italiano. Okay. Italiano, Unge. Nicht nur einmal? Echt jetzt? Dann schauen wir uns mal an, was er zu sagen hat. Digga, wie er immer mit Leuten telefoniert, um zu suggerieren, er hätte Freunde. Aber, Digga. Bekir, tu doch nicht so, okay. Ja, moin. Bekir, schau mal. Aber das ist ein bisschen leise, er hört mein. Oh shit, warte mal ganz kurz, mein Kopfhörer kackt gerade ab. Oh, Mimi, RIP. Sag mal was? Ja, hallo?
Geht's wieder? Ja, okay, ich bin okay, wieder am Start. Weiter geht's. Ich bin wieder am Start. Weiter geht's. Ich weiß nicht, bist du so geil auf mich, dass du schon wieder auf mich reactest? Bist du so geil auf mich? Bist du so geil auf mich, dass du schon wieder auf mich reactest? Birkir, da kann ich nur eine Sache zu sagen. Ja, deine Augenbrauen haben mich einfach in den Bann gezogen. Ja, okay. Fremdgehen wegen Birkir. Digga. Oh, harter Diss. Merkst du, es geht los. Es geht los. Er ist auf jeden Fall persönlich angepisst. Ich nuschel oder verspreche mich und er macht direkt... Auf mich reactest? Fremdgehen wegen Birkir. Digga, er ist auf jeden Fall gut pisst. Es shit just got real. Ganz kurz, Simon, ja? kann ich dich ganz kurz unterbrechen? Das, ja. Weil ich höre den Stream oder das Video, was du bei Watch Together abspielst, höre ich perfekt, aber dein im Teamspeak höre ich dich ganz, ganz wacky irgendwie. Ich weiß nicht warum. Okay. Soll ich mal. Jetzt bist du wieder normal. Okay, mach mal weiter. Sorry, dass das jetzt ja. so. Die Leute sagen ich soll die Facecam runterziehen, deswegen passt das als kleine Unterbrechung. So. Danke, lieber Chat. Ich habe vergessen, dass ich die Facecam auch wegziehen muss. So, weiter geht's. Ja, so hast du dich gerade angehört, Digga. Digga, ich wurde einfach vom BK gedisst. Italiano. Wie er so hoch guckt, weil er lügt. Ja, Digga, jeder Mensch, der nach oben guckt, lügt. Du hast vollkommen recht, Mann. Ey, Bro, hast du Hunger? Ja, Bruder, ich hab heute echt keinen Hunger, Alter. Ich hab schon so viel gegessen, Mann. Du hast Hunger, du hast gerade gelogen, du hast nach oben... Oh, cringe. Also gut, BK lügt ja nie. Wir haben es jetzt eben in dem Video schon erfahren. BK lügt nie. Okay, gehen wir weiter. Digga, sag mir mal bitte, was für ein Keck du bist, nur weil du gut... Digga, ich bin Keck. ...du dastehen willst, Mann. Dann war mir nochmal auf einmal klar, ich muss sie testen. Oh, Bruder, du musst überhaupt nichts, du musst alles Leben auf die Reihe kriegen, Alter. Manche hätten mich, ist gar kein Problem. Ohne Witz, ich komme damit zurecht. Aber Digga, wie kann man dich nicht haten, Alter? Ohne Scheiß, wir können über 2 Millionen Leute dich abonnieren. Ich soll mein Leben auf die Reihe bekommen, Alter. Was ist los mit dir? Ich mache gerade meine Realschule nebenbei YouTube noch. Und du willst einen 17-Jährigen, einen nicht mal volljährigen Jungen dissen, Alter. Digga, was ist los mit dir? Du bist, keine Ahnung, wie alt, 23, 25, Mann, und ziehst dir meine Videos rein. Verschwendest deine Zeit für mich, Mann. Also, ich verschwende meine Zeit, erstmal an dieser Stelle, ich verschwende meine Zeit sehr gerne für dich, weil deine Videos sind einfach nur erste Sahne, Birkir, das an dieser Stelle. Dann, man weiß nicht, bin ich vielleicht 23, bin ich 25, verschwende ich meine Zeit für einen fast 18-Jährigen. Aber an dieser Stelle muss ich wirklich sagen, du hast recht, du hast dein Leben auf der Reihe. Auf jeden Fall, du machst gerade deinen Realschulabschluss und machst YouTube nebenbei. Ich nehme alles zurück, du hast dein Leben voll im Griff. Okay, weiter geht's. Und hast über 2 Millionen Abos. Digga, ich hab so viele Abos, Leute. Geh mal auf mit der Scheiße, Alter. Du bist doch selber erst 12. Und dieses Girl ist auch 12. Wenn ich wirklich 12 Jahre alt wäre, hast du es dann so nötig, 12-Jährige zu dissen? Klar, ich mach den Unterschied beim Alter, Alter. Ich will auch einen 8-Jährigen dissen auf der Straße. Komm dir so angelaufen. Digga, was machst du hier? Das ist mein Ghetto. Was ist los mit ihm? Will er sein Alter jetzt benutzen, um sich selber damit zu schützen? Birkir, das Leben ist keine Käseglocke. Irgendwann bist du 18 und dann werde ich dich finden. Spaß. Spaß, Birkir, Spaß. Aber weiter geht's. Okay. Was bist du denn für ein ehrenloser Hund, Junge? Sie hat einen Freund. Hat er gerade mit Knubbel geredet? Knubbel! Okay, jetzt geht's langsam zu weit, Birk. Es geht langsam zu weit. Aber gucken wir mal weiter. Schickt mir solche Bilder und ich erzähle euch zum 10. Mal. Wisst ihr, was ich meine? Nein! Yeah. Kein Mensch versteht, was du meinst! Du erzählst 80 Mal dasselbe! Birk, hör mal auf mit der Scheiße, Alter. Du bist doch selber erst 12. Und dieses Girl ist auch 12. Digga, du bist 12, hör auf zu leben. Okay, an dieser Stelle muss ich sagen, ich hab mich vertan. Das Girl ist nicht 12, das Girl existiert halt nicht. Denn wie man im Video davor gesehen hat, hat er sich das alles nur ausgedacht für die Klicks. Für die Klicks von auf den Instagram-Foto seinen Nacken. Hör auf, dein Alter zu faken, Alter. Ich glaube, du bist die Missgeburt, wo sich 100 Mal wiederholt, nicht ich. Ich bin 18, also... Digga! Ja, moin! Ja, moin! Ja, moin! 18. Als ob eine 18-Jährige... Also eigentlich ist meine Reaktion, die ich gerade machen wollte, habe ich schon da oben in der Vergangenheit darauf im Vorfeld gemacht. Ja, moin! Also ich bin die Missgeburt, wo sich wiederholt. Alles klar, Birkir? Ja. Halt mir mal so fest. Ich bin die Missgeburt, wo sich wiederholt. Birkir, es tut mir wirklich im Herzen weh, dass du mich so persönlich angreifst, Birkir, ne?
Also wirklich, es tut mir wirklich Bekir! Yeah! Ja, moin! Okay, ich glaube, ich rip live, Alter. Junge, was bist du für ein Mensch, Mann? Ich bin 17 Jahre alt, warum soll ich nicht mit 18-Jährigen schreiben, Mann? Oh mein Gott, Digga. Du bist echt eine Missgeburt. Digga, jetzt wird es langsam viel. So, jetzt ruf ich Siri fragen, ob ich eine Missgeburt bin, weil Bekir wird es auch so machen. Ja, genau. Das wollte ich auch. Ey, Siri, bin ich eine Missgeburt? Aber, ich finde, das habe ich nicht verdient. Digga, ich finde auch, das habe ich nicht verdient. Du hast recht, Siri, okay. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Bekir, es tut mir einfach nur leid. Ich hab dir, also glaub mir, 30.000 Klicks, du weißt, woher die kommen. Und jetzt bist du so, ja. Ich hab dich behandelt wie ein Vater, Alter. Ich hab dir Klicks gegeben auf meinen Nacken. Entschuldige dich jetzt bei den Augenbrauen. Was zum Teufel? Hä? Er sagt zweimal Missgeburt, dann sagt er eine Beleidigung und die piepst er raus, weil er wollte irgendwie gerade Spasti sagen. Was wollte er gerade sagen? Ich weiß nicht. Aber das war gepiept. Das war gerade gepiepst. Pass auf, hör zu. Vielleicht nochmal. Was? Ich glaube Spaß. Spaß hat er rausgepiept. Spaß piepst er raus, aber er sagt zweimal Missgeburt. Digga, pass mal lieber auf, Bekir, pass mal lieber auf. Zum Teufel ist mit deinen Augenbrauen los! Das Ding ist einfach, du kleiner Spaß, hast nicht mal Augenbrauen. Erst piepst der Spaß raus, dann sagt der Spaß, jetzt zeig dir ein Foto von der Longboard-Tour, wo ich keine Augenbrauen hab. Aber was ist das? Digga, Illuminati confirmed! Du betreibst Fettshame. Hä? Das hab ich nicht verstanden gerade in diesem Moment. Ach, na, Mensch. Du hast keine Augenbrauen. Ich hab keine Augenbrauen. Digga, hast du gerade meine Augenbrauen beleidigt? Was zum Teufel ist mit deinen Augenbrauen los? Das Ding ist einfach, du kleiner Spaß, hast nicht mal Augenbrauen, Mann. Du betreibst Fettshaming. Fette Augenbrauen. Fette Augenbrauen, übel witzig, gell. Aber in einem Video mal gesagt, dass du meine Augenbrauen feierst und Mimi auch, Alter. Hä, wir feiern ja auch deine Augenbrauen. Das ist ja nicht mal böse gemeint, weil du verstehst es nicht, Bekir. Wir geben dir Props. Das verstehst du doch nicht. Aber du sagst Missgeburt, das ist einfach nur sad. Jetzt hör genau hin, was ich gesagt habe damals. Ich habe gesagt, ich liebe dich, Bruder. Deine Augenbrauen mit Edding nachgezeichnet? Weiß ich nicht, aber ich finde die eigentlich ganz geil. Also ich finde es auch irgendwie stylisch, aber sieht schon irgendwie zu das krass sieht aus. Sehr perfekt aus. Sehr perfekt! Ja. Ey, Bekir, wir geben dir Props und das ist dein Dank, Bekir? Einfach, das ist nicht gut, ey. What the fuck? Oh, Junge, was ist los mit euch? PS, meine Bros sind real, hat er nicht gerade dahin geschrieben, oder? Weil, wenn ich gesagt habe, sieht aus wie ein Edding nachgezeichnet und er schreibt, meine Bros sind real. Jetzt weiß ich auch, was er meint, wenn er sagt, ich hole meine Bros. Okay. Also bisher auf jeden Fall gutes Statement, Big hier. Ohne Scheiß, ich check dich ehrlich nicht. Ich meine, ihr müsst euch mal das geben. Der ist über 23 oder so. Ich weiß echt nicht, aber safe über 20. Digga, ich bin safe über 20. Big, ich könnte dein Vater sein. Und ich glaube, ich bin's auch. Na klar. Und willst jüngere, nicht mal vorjährige Menschen dissen? Ich kann auch gleich proper dissen, wenn du möchtest. Ist mir egal, wie alt oder wie jung jemand ist. Wenn du auf YouTube irgendeinen Scheiß machst, dann habe ich das Recht, das zu kritisieren. Du bist der persönlich öffentlichen Lebens und dann stellst du dich in der Öffentlichkeit, dann musst du damit wohl klarkommen, wenn Leute eine Meinung haben, die nicht deiner Meinung entspricht und nicht deine Kommentare oder deine Bewertung ausblenden, wie so eine kleine Häuser. Okay, weiter geht's. Obwohl ich nichts mit dir mal zu tun hatte, gar nichts, Alter. Du kennst mich nicht. Gar nichts. Ich kenne dich gut. Ich habe gerade noch gesagt, ich bin dein Vater. Und es bleibt auch so. Einfach. Gar nichts. Du willst einfach nur deine Klicks. Einfach nur deine Klicks, Mann. Auf Bekir seinen Nacken. So sieht's aus. Ich glaube, es wäre egal, ob ich auf Bekir reagiert hätte oder auf irgendjemand anders, weil die ungeklickt auf Videos auf YouTube crazy gehen momentan. Aber ich glaube, dass Bekir ziemlich viel Klicks bekommen hat durch die Reacts. Aber no hate an dieser Stelle, ne? Weil davor bei dir echt nicht so lief mit deinen Minecraft-Spielen und so. Deine ganzen Spielvideos, Alter. Diese Spielvideos. Bekir hat deinen Kanal gerettet, das weißt du schon, oder? Ja, ich muss an dieser Stelle zugeben, okay, als ich auch meine Spielvideos gemacht habe, da lief es halt einfach nicht so gut. Und jetzt ist der Kanal einfach gerettet.
Dank Bekir. Ich werde heute, den heutigen Tag, den 27.07., möchte ich gerne als Feiertag 27.07.2017, das ist ein magisches Datum, das ist heute, ab heute ist es der Jahrestag der Bekir-Rettung, ja, und das ist der unvergessliche Tag, an dem Bekir meinen Kanal gerettet hat. Was Bekir wahrscheinlich nicht verstanden hat, ist, dass ich komplett von YouTube zu Twitch gewechselt bin, nur noch Livestreams, alle Games, ob es jetzt Minecraft, PlayerUnknown Battleground oder WoW ist oder was auch immer für ein Spiel, und eben auch Reactions, alles nur live mache und einfach nur davon Sachen auf YouTube hochlade. Das hat er wahrscheinlich nicht begriffen, aber damals, als meine Spielevideos online waren, lief es nicht. Deswegen habe ich auch 2 Millionen Abos. Wahrscheinlich habe ich die 2 Millionen Abos im letzten Monat gemacht, als ich mit Reaction-Videos angefangen habe. Bruder, du hast recht. Ich rate mal auf ein paar YouTuber, Alter. Erfolg, so, der war dann in den Trends so. Dann dachte er sich, ja, Mann, jetzt zieh ich durch. Alter, der reactet zurzeit nur auf YouTuber die ganze Zeit, Alter. Das nennt man 2 Millionen Content. Kuss auf deine Augen, Bruder. Danke, danke für die Props. Ist mir ehrlich scheißegal, ob euch dieses Video gefällt oder nicht. Ist mir wirklich scheißegal. Bildet euch eure eigene Meinung, das ist... Na, warte mal, das scheint ihm nicht egal zu sein, wenn... Das scheint ihm ja nicht egal zu sein, wenn er die Dislikes und Likes ausmacht. Ja, also wir haben ja eben schon gesehen, dass Bekir ein kleiner Lügenbaron ist. Und, ich sag mal so. Marco hat gesagt, was abgeht, ne? Bekir, ich würde mal aufhören zu lügen, mein Lieber. Ne? Schon traurig, Alter, dass mich ehrlich YouTuber so einfach grundlos hassen, obwohl sie mich nicht kennen. Digga, weißt du, was Hass ist? Wir hassen dich doch gar nicht. Wir geben dir Props für deine nice Augenbrauen, Alter, für deine nice Bros, die alle real sind. Wir haben auch nicht angezweifelt, dass sie real sind. Digga, Bekir, du hast einfach falsch verstanden. Ihr kennt mich nicht mal im Real Life, Mann. Das wollte ich jetzt einfach mal rauslassen gegen dich. Er sagt, ihr kennt mich nicht mal im Real Life, aber ist zu faul, auf Wikipedia Unge einzugeben, um zu gucken, wie alt ich bin. Er ist locker über 20, über 23, über 25. Bekir, hättest du auf Wikipedia geguckt, dann hätte er gestanden hier, Simon Unge, Vater von Bekir, dann hättest du auch gewusst, dass ich dein Dad bin, Alter. No hate ist an dieser Stelle, aber ist okay. Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Dafür habe ich ein bisschen. Ja, ich dachte schon, dass er auf die Kritik eingeht, dass das fake ist, ja, beziehungsweise, ja. Naja. Naja. Also er hat es eigentlich reduziert auf seine Augenbraue. Ja, aber an dieser Stelle muss ich sagen, Bekir, Wenn du keinen Bock hast, dass ich auf deine Videos reacte, kein Problem. Dann, wenn es dich stört, höre ich gerne auf, sag einfach was. Aber, Bruder, wir hassen dich nicht. Ja? Ich habe mir ein Bekir-Tattoo gemacht. Das kann ich jetzt nicht zeigen, sonst werde ich von Twitch gebannt, weil es ist an einer Stelle, die kann ich jetzt nicht im Stream zeigen. Ich habe mir ein Bekir-Tattoo gemacht und die meisten Girls, die es bis jetzt gesehen haben, haben gesagt, nice, Alter, wer ist dieser Bekir hier? Ich habe gesagt, ja, deinen Kanal direkt verlinkt. Also da ist so ein URL drunter. Deswegen hast du eigentlich deine Abos. Aber an dieser Stelle, dann würde ich mal sagen, hau rein auf jeden Fall.